für unser Vergnügen, für unsere Unterhaltung, für unseren Nutzen können wir viele Dinge erschaffen. An dem Tag, an dem du anfängst zu denken, es sei real, wirst du einen hohen Preis dafür zahlen. Ich weiß nicht, ob du Menschen gesehen hast, die an Altersschwäche sterben. Denn erst wenn der Tod kommt, in diesem Moment wird ihnen bewusst, dass sie nie gelebt haben. Wenn du etwas Aufmerksamkeit schenkst, wirst du sehen, dass es viel mehr ist als irgendein Metavers. Ich habe eine Frage. Nicht direkt über den Boden, aber über das Bewusstsein. Wir bewegen uns immer schneller auf dieses Metaversum und diese Art von virtueller Realität der Gesellschaft zu. Du sprichst davon, dass sich Querköpfe zusammenfinden. Im Wesentlichen. Und das ist eigentlich die Frage. So wie in dieser Welt, wird das Bewusstsein in der Lage sein, positiv auch in jener Welt zu existieren? Oder wird das fast wie eine Spannung sein? Schau, es gibt nicht jene Welt und diese Welt. Wenn es diese Welt und jene Welt und eine andere Welt gäbe, dann säßen wir nicht einmal hier, sondern wir wären in jene Welt gegangen. Es gibt nur diese eine Welt. Es gibt nicht diese und jene Welt. Jetzt, wo wir hier sitzen, mag jeder von euch in euren Köpfen denken, dass ihr in eurer eigenen Welt seid. Aber das wird sich schlagartig ändern, wenn es nichts mehr zu essen gibt. Wir werden alle in einer Welt ankommen, in dem Moment, in dem wir hungrig sind. Wenn der Magen voll ist, können wir alle in verschiedenen Welten leben. Ja oder nein? Wenn du erstmal hungrig bist, werden wir alle in dieser Welt sein. Es gibt also nur eine Welt. Stell dir keine anderen Dinge vor. Menschliche Kreativität ist lediglich Nachahmung von Dingen, die bereits vorhanden sind, richtig? Für Vergnügen, für unsere Unterhaltung, für unseren Nutzen können wir viele Dinge erschaffen, aber alles innerhalb dieser Welt. Es gibt einfach keine andere Welt. Glaube das nicht. Glaube nicht, dass das, was in deinem Kopf passiert, Realität ist. Es ist nur eine psychologische Realität. Dein psychologisches Drama, wenn du es zu ernst nimmst und denkst, es sei existenziell, das nennt man Halluzination. An dem Tag, an dem du anfängst zu denken, es sei real, wirst du einen hohen Preis dafür zahlen. Einen hohen. Das Einzige, lass es mich dir sagen, das Einzige, wirklich das Einzige, was du hast, ist das Leben. Hallo? Der Rest ist gänzlich Einbildung. Habe ich recht? Wenn du nicht verstehst, was ich sage, werden wir das Leben aus dir herausnehmen. Was hast du dann? Hast du das Metaverse? Hast du Geld? Hast du Eigentum? Was hast du dann, frage ich. Die einzige verdammte Sache, die du hast, ist das Leben. Und das Leben, das du jetzt bist, ist eine Folge des mikrobiellen Lebens, das sich im Boden abspielt. Sie sind nicht wegen dir da, sondern nur weil sie da sind, bist du hier. Ich spreche nicht nur von Lebensmittelproduktion, sondern von deiner gesamten Evolution. Wer du jetzt bist, ist eine Folge all diesen mikrobiellen Lebens. Das haben wir vergessen, dafür zahlen wir jetzt einen Preis. Du bist also nur eine Folge des Lebens, das sich im Boden abspielt. Und das wirklich Einzige, was du hast, ist Leben. Ohne das hast du einfach nichts. Deshalb solltest du dir nichts einbilden. Es ist egal, ob du zum Mond oder zum Mars fliegst, das Einzige, was du hast, ist Leben. Ist es nicht so? Verpass diesen Punkt nicht, denn das ist alles, was du hast. Ich weiß nicht, ob du Menschen gesehen hast, die an Altersschwäche sterben. Ich habe so viele Menschen um mich herum sterben sehen. Nicht wegen mir, okay? Ich gehe dorthin, weil die Menschen mich einladen, da zu sein. Ich sehe, dass 80% von ihnen im Moment des Todes weder Schmerzen noch Angst haben. Sie sind einfach nur verwirrt. Denn erst wenn der Tod kommt, in diesem Moment, wird ihnen bewusst, dass sie nie gelebt haben. Sie haben ihr psychologisches Drama als Leben missverstanden. Dein Denken und deine Gefühle sind dein Werk. Und deine Technologie ist auch dein Werk. Du setzt eine Brille auf und siehst alle möglichen Dinge, das ist alles dein Werk. Du genießt das alles, das ist in Ordnung. Aber du musst verstehen, im Grunde bist du das Leben. Diese Erfahrung muss immer da sein. Sie darf nicht halluzinatorisch werden, nicht wahr? Lassen wir uns also nicht von kommerziellen Kräften dazu bringen, etwas, das nicht wahr ist, für wahr zu halten. Tatsache ist, dass du ein Leben bist. Und wenn diese Schöpfung kein Metaversum ist, was zum Teufel dann? Das frage ich.
Du hast nie darauf geachtet. Denn wenn du einem Blatt Aufmerksamkeit schenkst, wenn du irgendetwas Aufmerksamkeit schenkst, wirst du sehen, dass es viel mehr ist als irgendein Metaversum. Die Menschen schenken dem Leben keine Aufmerksamkeit. Und so versuchen sie, alternative Strömungen zu schaffen. Dies sind kommerzielle Strömungen. Genieße sie, aber tappe nicht in diese Falle.